Hallo, mein Name ist Frank Schulte. Ich bin Geschäftsführer der Firma Stern Wintergarten und möchte euch heute etwas über das Thema Wintergarten erzählen. Der Wintergarten ist also ein sogenanntes Anbauteil an ein bestehendes Objekt. Wir müssen also immer einen Bauantrag stellen, es sei denn, es wird ein Alter erneuert. Hierzu müssen natürlich eben geprüft werden, ob die Grenzabstände zu den Nachbarn eingehalten werden und ob wir dies auch wirklich genehmigen lassen können. Der Wintergarten besteht also aus mehreren Bauteilen, meist transparent. Wir wollen dieses Anbauteil ja natürlich gerne an euer Haus möglichst auf der Südseite errichten. Die Südseite ist natürlich die Sahneseite. In der Regel haben wir dort das Wohnzimmer, das Esszimmer und dort werden in der Regel auch die Wintergärten angebaut. Ja, sobald wir die Daten von euch mehr oder weniger ausgewertet haben, unter Auswerten verstehen wir eigentlich so die Situation zu erkennen, haben wir ein Einfamilienhaus, vielleicht nur mit einer Etage, oder haben wir ein Reihenhaus, Reihenmittelhaus, Reihenendhaus, das spielt erstmal keine Rolle. Dort haben wir meistens eine Mehrgeschossigkeit und diese Mehrgeschossigkeit ist für die Statik schon entscheidend. Wir hier in Niedersachsen bewegen uns zwischen 85 Kilo Schneelast und 160, manchmal sogar 200 Kilo Schneelast. Die 200 Kilo Schneelast hier in Niedersachsen sind natürlich schwer zu erklären. Wir bauen keine Wintergärten auf dem Brocken, aber selbst in der norddeutschen Tiefebene redet man von Schneelasten, die also relativ hoch sein können. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel eine Mehrgeschossigkeit, also ein Reihenhaus, zwei Geschosse. Dort habe ich also eine hohe Schneelast, weil der Schnee von ihrem Hausdach auf unseren Wintergarten fällt. Und das sind in der Regel mehr als 2 Meter. Dadurch entstehen hohe Schneelasten. Der Wintergarten hat als erstes Merkmal thermisch getrennte Profile. Das ist also ein Dachträger und wir arbeiten hier mit 2 Schalen. Das heißt, wir haben unten eine Aluminiumschale, in der Mitte ein Polyamidsteg zur thermischen Trennung und oben eine 2. Schale und diese Schale gibt uns mehr oder weniger die Statik. Wir haben also die Erfahrung gemacht, Aluminium ist ein langlebiges, hochwertiges Material. Wir haben hier bei diesem Dachträger zum Beispiel Materialstärken von bis zu 6 mm. Damit können wir spielend 4,5 Meter tiefe Dächer bauen und 200 Kilo Schneelast erreichen. Ja, das Aluminium hat natürlich auch noch den Vorteil, es hat eine Endoberfläche, das heißt also diese Oberfläche verändert sich so weiter nicht mehr. Der Wintergarten sollte eine dezente Oberfläche, eine matte Oberfläche haben, sodass er von Weitem überhaupt nicht auffällt. Das hat den großen Vorteil, dass das ganze Bauwerk ein bisschen dezenter wirkt und nicht auffällt, wie zum Beispiel ein weißer Wintergarten vor einer Klinkerwand. Um möglichst große Öffnungen im Wintergarten darstellen zu können, arbeiten wir sehr gerne mit Hebeschiebetüren. Hebeschiebetüren haben große Vorteile. Wir können große Öffnungen bis 2 Meter pro Flügel einstellen. Das heißt also, angenommen, der Wintergarten wäre 8 Meter breit, könnten wir 4 Meter in der Breite öffnen. Als weiteres Öffnungselement haben wir die Falthöhe. Die Falthöhe ist ein sogenanntes Ziehharmonika-Element, die sich entweder nach innen oder nach außen öffnen lässt. Falltüren haben in der Regel Maximalbreiten, Flügelbreiten von 1 Meter und können aber auch über 6, 7, 8 Meter breit eingebaut werden. Als weiteres Öffnungselement möchte ich noch die Parallelschiebekipptür vorstellen. Die Parallelschiebekipptür hat den Vorteil, dass sie sich im ersten Schritt auf Kipp öffnet, also sprich als Lüftungselement gilt. Und im zweiten Schritt kann ich sie als Schiebetür komplett öffnen. Die Öffnungsmöglichkeiten bei einer Parallelschiebekipptür sind etwas begrenzt. Die Breiten sind maximal bei 1,60 Meter. Und als abschließendes Öffnungselement möchte ich gerne noch die Drehkipptür erwähnen. Die Drehkipptür ist also allgemein bekannt aus Ihrem Haus. Dort wird sich die ein oder andere Drehkipptür schon befinden. In der ersten Bewegung kann ich die Tür auf Kipp stellen, also auch ein weiteres Lüftungselement. Und im zweiten Schritt kann ich die Tür einfach öffnen und drehen. Die Lüftung ist für uns natürlich ein entscheidendes Thema im Wintergarten. Der Wintergarten soll möglichst diagonal belüftet werden. Das heißt also, am höchsten Punkt sollen möglichst Kippoberlichter stehen,
die entweder motorisch oder manuell geöffnet werden können. Wenn die Strecken zwischen dem rechten und dem linken Oberlicht zu groß sind, empfiehlt es sich, Dachfenster mit einzubauen. Diese Dachfenster gibt es in zwei Varianten. Einmal die Variante, dass sich das Dachfenster nach oben hin öffnet. Dann muss ich auch die Beschattungsanlage, also die Sonnenschutzanlage, aufständern. Dann habe ich oftmals 20 cm Abstand zwischen dem Glas und dem Dachfenster. Die zweite, schönere Variante ist eigentlich ein Hebeschiebedachfenster. Das Hebeschiebedachfenster hebt sich leicht an und schiebt sich dann parallel zur vorhandenen Glasfläche. So braucht also der Sonnenschutz also nicht aufgeständert werden. Ich habe eine optimale Optik und ein sehr gutes Lüftungsergebnis. Der nächste Vorteil des Hebeschiebefensters ist, dass ich einfach eine größere Öffnung habe. Das bedeutet, zwei Drittel dieses Fensters sind eine tatsächliche Öffnung, wo die warme Luft ausströmen kann. In Kombination mit dem Kippoberlicht und dem Dachfenster habe ich eigentlich eine ideale Belüftung ohne weitere motorische Einflüsse. Der Sonnenschutz wird oft vernachlässigt bzw. nicht unbedingt beachtet. Nur dann habt ihr natürlich große Probleme im Sommer mit der Aufheizung des Wintergartens. In der Regel ist es so, dass wir mindestens 4 bis 5 Grad wärmer sind im Wintergarten als draußen. Dieser Sonnenschutz sollte von außen angebracht werden, denn es hat den großen Vorteil, die Sonnenstrahlung kommt erst gar nicht durchs Glas in den Wintergarten rein. So kann sich der Raum auch nicht so schnell aufheizen. Mittlerweile gibt es auch schon transparente oder halbtransparente Stoffe, die sich wunderbar einbauen lassen im senkrechten Bereich. So verliere ich nicht den tiefen Blick in den Garten. Ja, in den Gesprächen werden wir natürlich oftmals auch gefragt, können wir nicht auf den Sonnenschutz verzichten? Oftmals haben wir ja gar keinen schönen Sommer. Wir haben gehört, es gibt Sonnenschutzgläser. Ja, in der Tat, es gibt Sonnenschutzgläser. Diese Sonnenschutzgläser haben natürlich auch ihre Berechtigung in Einbausituationen, wo man keinen Sonnenschutz einbauen kann. Das Sonnenschutzglas hilft aber nicht dabei, die direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern. Nein, es wird nur leicht abgeschwächt und die Innentemperatur im Wintergarten steigt weiter. Der Wintergarten besteht zu 90-95% aus Glas. Also ist das Glas meine Isolierung. Wir haben also ursprünglich mal mit Isoliergläsern angefangen, also sprich zwei Scheiben mit einem Scheibenzwischenraum, der im besten Fall mit Gas angefüllt ist. Seit einigen Jahren favorisieren wir aber im Wintergartenbau eine Dreifachverglasung. Ihr seht, das Glas hat schon eine bestimmte Stärke. Unser Dreifachglas fängt bei 44 mm im Gesamtaufbau an. Dadurch erreichen wir Isolationswerte, U-Wert von 0,5. Klimagläser sind entwickelt worden eigentlich für den Wintergarten. Die Isolierung, der U-Wert bzw. der G-Wert, das ist der Wärmedurchlasswert, ist sehr niedrig. Also sprich, ich habe eine hohe Isolierung. Das wird auch in der Regel mit verschiedenen Gassorten dargestellt. Aber dieses Klimaglas hat eine leicht bläuliche Färbung. Das ist nicht unbedingt immer gewünscht, da wir es mittlerweile hingekriegt haben, Isoliergläser wirklich farbneutral darzustellen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Als erstes wäre die einfachste Variante zu sagen, ich nehme einfach den bestehenden Heizkörper aus dem Wohnzimmer, Esszimmer, also den davorstehenden Raum hinter dem Wintergarten und nehme dort das bestehende Heizungssystem, lege die Rohre in den Wintergarten und setze einfach Heizkörper. Vielen gefallen aber diese wunderschönen Heizkörper nicht unbedingt so an der Fläche des Wintergartens. Deswegen favorisieren wir oftmals eine Fußbodenerwärmung, die als Rücklauf an das bestehende Heizungssystem angeschlossen wird. Weitere Möglichkeiten, wenn ich jetzt also keine Möglichkeit habe, eine konventionelle Heizung durchzuschleifen, kann ich genauso gut auf Infrarotheizungen gehen. Infrarotheizungen haben den großen Vorteil, sie erwärmen einfach nur die Körper, wo die Strahlung drauf trifft. Dadurch wird also nichts verloren, gehen über das Glas nach draußen. Ja, wir werden auch oft gefragt, wie pflege ich denn meinen Wintergarten? Das ist eigentlich sehr einfach zu reinigen. Ich brauche eigentlich nur mir eine rotierende Bürste besorgen, die ich hinten auf den Gartenschlauch draufstecke. Ich spüle das Glas ab, setze im besten Fall eine Leiter gegen die Rinne und kann dann das Glas eigentlich selbst reinigen.
Wenn ich mir das nicht zutraue, kann ich genauso gut 2-3 Mal vielleicht maximal im Jahr einen Fensterputzer bestellen. Ich hoffe, dass ich einige Fragen beantworten konnte. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie bitte per E-Mail oder ruft uns an. Kommt in die Ausstellung, lasst euch direkt beraten oder wir kommen zu euch nach Hause und beraten euch vor Ort. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Frank Schulte.